Hallo ihr da draußen an den Empfängnisgeräten. Heute möchte ich euch ein Ladegerät vorstellen. Eigentlich wollte ich erst das Video machen über die Gesetzesgeschichte, aber da hat sich leider herausgestellt, dass es eine Menge Recherche erfordert, weil auch in den Foren und im Internet gibt es immer wieder Punkte. Da sagt der eine 30 Meter und der andere sagt 786 Meter. Jetzt will ich das erstmal richtig klären, bevor ich euch da irgendeinen Schrott erzähle. Heute geht es um diesen Burschen. Das ist mein Ladegerät Sky RC. Dual D100 heißt das Ding, glaube ich. Sieht so aus. Und jetzt schalte ich euch gleich runter in die Detailansicht, weil ihr wisst, meine Videos sollten nicht länger werden als 10 Minuten. Das schaffe ich schon wieder nicht. Also es wird eher was Richtung 15 bis 20. Aber es gibt ja Leute, die brauchen 2 Stunden 20, um einen Schalter zu wechseln. Bei mir geht es ein bisschen schneller. Da habe ich euch mal den Karton hingelegt und wir machen mal so ein kleines Unboxing. Aber der ist schon so riesig, den kriege ich ja gar nicht in meine Lichthütte rein. Aber machen wir mal kurz so in Ausschnitten. Vorne nochmal, was man alles für Batterien und Akkus laden kann. Leistungsangabe, Produktabbildung. Hier nochmal die Features, wie man so schön sagt. Und da so eine ganze Menge Symbole. Da haben wir nochmal technische Daten im Detail. Da gehe ich aber nachher nochmal drauf ein. Da noch mal welchen Stecker hier drin ist. Ich habe also einen EU-Plug. Auf der Seite nur der Name. Auf der Rückseite, da ist auch noch mal alles auch in Deutsch. Vorsichtsmaßachtnahmen. Da komme ich gleich drauf. Dabei ist nur eine Bedienungsanleitung in Englisch. Das heißt auf Deutsch, das Gerät ist in Deutschland nicht verkaufsfähig, weil Gesetz, wisst ihr ja, in Deutschland eine deutsche Bedienungsanleitung dabei sein muss. Ich habe das Gerät übrigens in Österreich gekauft. Da haben wir nochmal eine Produktabbildung, aber das zeige ich euch nachher nochmal kurz. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich gemacht und auch sehr, sehr groß. Jetzt machen wir es mal auf. Vorne so ein kleiner Schieber hier. Dann klappen wir das mal hoch. Da drin ist dann eine Schaumstoffverpackung. Als erstes springt uns das Instruction Manual ins Gesicht und natürlich, wie man sehen kann, it's only in English. For these people who not really can do read English, it's a little bit a problem. Dann haben wir das eigentliche Gerät. Das würde ich jetzt dann nachher draußen auspacken und dann haben wir hier so eine Art Kabelkiste. Da fangen wir vielleicht mal mit an. Als erstes haben wir den EU-Stecker mit dem Anschluss fürs Gerät. Ganz schön eng hier drin. Dann haben wir ein Kabel, also eigentlich haben wir zwei von den Kabeln. Nein, das sind die falschen. So, nein, das ist auch nicht. Wenn einem so die Kamera vorm Sichtfeld steht, ist ganz schön blöd. Also diese beiden Kabel sind dabei, allerdings ohne diese Stecker. Die sind sozusagen Blanco, Roberto Blanco. Das heißt, da ist nichts dran. Die habe ich jetzt dran gemacht. Das sind bei mir diese 4 mm Bananensteckerle. Das ist also auf jeden Fall dabei, Ladekabel. Dann ist dabei zweimal Ladekabel schon fertig konfektioniert, heißt das glaube ich, mit XT60, mit diesen Steckern. Und dabei sind zweimal diese Balancer Boards mit den Anschlusskabeln für 2S, 3S, 4S, 5X und 6S. Kommen wir aber nachher auch nochmal drauf. Und dann das eigentliche Gerät. Ui. Und jetzt würde ich mal kurz die Pappschachtel hier aus dem Bild buxieren, was jetzt gar nicht so einfach ist, weil links steht das Mikrofon und rechts steht die Kamera und ich habe gar keinen Platz. Doch, da kann ich es rausziehen. Mann, bin ich ein toller Typ. So, da ist das eigentliche Gerät. So sieht es aus. Und da gucken wir uns jetzt mal die einzelnen Elemente an. Vorne die beiden Balancer-Anschlüsse, da kommen also diese Teile rein. Dann haben wir hier Temperatur, 5 Volt, USB-Anschluss. Man kann das Gerät auch mit dem Rechner koppeln und man kann auch so eine Art, wie soll man sagen, WLAN-Modul dazu stecken und man kann auch die Akkus hier mit Temperaturfühlern überwachen. Die eigentlichen Ausgänge plus und minus zweimal, also das ist ein Gerät, was zwei Akkus gleichzeitig laden kann. Auf der Seite ein Lüfter, auf der Rückseite so ein
Bedienung, technische Daten nochmal. Da kann man ein bisschen die Platine sehen. Nochmal ein Lüfter und auf der Rückseite einmal den AC-Anschluss, wo dann dieser EU-Stecker reinkommt, oder auch ein DC-Anschluss. Das heißt, man kann das Gerät zum Beispiel an seine Autobatterie klemmen und dann im oder am Auto laden. So, und jetzt mache ich das Gerät mal kurz an. Dummerweise hat es keinen Netzschalter, sondern nur ein Kabel, wo man rein- und rausstecken kann. Dann kommt 3RC und dann seid ihr schon im Menü. Durch das Menü sause ich jetzt mal relativ geschwind durch, weil eigentlich ist es relativ einfach. Das heißt, wenn man hier auf Stopp drückt, kann man jetzt als erstes durch die verschiedenen Batterieprogramme sausen. LiPo, LiFe, Lithium-Ionen, Lithium was weiß ich, Nickel, Metall, Hydrid, Nickel, Cadmium, Bleibatterie. Watt, Wattmeter, da kann man die messen, Innenwiderstand des Akkus bestimmen, System Settings und dann Bad Memory, da kann man verschiedene Akkus einprogrammieren, ist aber eigentlich alles nicht wirklich wichtig. Was ihr braucht, ist LiPo für eure LiPos und ich brauche noch Nickel-Metall-Hydrid für die Akkus von meiner Funke. Mehr brauche ich persönlich jetzt nicht. Jetzt gehen wir mal ganz kurz in diese Systemeinstellungen, dann wieder Enter, dann seid ihr drin. Safety Timer, 2 Stunden geht das Gerät dann aus. Wenn der Akku bis dahin nicht voll ist, schaltet er einfach aus Sicherheitsgründen ab. Wenn ihr 5000 mAh reingeladen habt, schaltet er ab. Das könnt ihr aber alles verstellen, braucht er aber nicht. Temperatur Cutoff bei 80 Grad, hier vorne haben wir ja gesehen, hat Stecker, wo man Temperatursensoren anstecken kann. Habe ich aber nicht probiert. Ich denke mal, braucht man auch nicht. Temperatureinheit ist Celsius. Charge Discharge 10 Minuten, da schaltet er hin und her. Dann hat es hier noch so 2 spezielle Werke für Nickel-Cadmium und Nickel-Metall-Hydrid. Muss ich aber ganz ehrlich sagen, habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Nehme ich mal die Standardwerte, dass er piept. Cut-off Voltage DC, das heißt, wenn ihr das Ding an der Autobatterie habt und habt jetzt den 80. Akku geladen und eure Autobatterie ist nur noch bei 11 Volt, dann sagt das Ladegerät, jetzt reicht's. Balance Connection On, das heißt, wir können balanciert laden. DC, das ist noch so ein, was am Anfang ein bisschen verwirrt. Man hat also 100 Watt im AC-Modus, das heißt mit Netzspannung dran und die 100 Watt kann man auf die 2 Bänke verteilen, also 50 Watt und 50 Watt oder 20 Watt und 80 Watt oder 5 Watt und 95 Watt. Ich habe es immer gleich anstehen, weil ich eigentlich immer die Akkutypen, ich habe von jedem Akku eigentlich 2 und dann lade ich immer erst die und dann die anderen. Wenn da Interesse dran besteht, würde ich über den Teil vielleicht nochmal ein extra Video machen, aber eigentlich lasst es auf Standardwerte stehen. Das ist schon ganz gut so. Load Factory Default brauchen wir auch nicht. Hardware-Version. So, dann sind wir jetzt einmal durch. So, jetzt gehen wir mal auf den ersten Ding und sagen mal LiPo-Bat Enter. So, und jetzt sind wir hier LiPo-Balance. Wenn man jetzt drückt, LiPo-Charge, das heißt LiPo-Laden, aber nicht balanciert. Fast-Charge, keine Ahnung, ich habe es nie wirklich probiert oder nie wirklich ausgemessen. Er lädt einfach einen Ticken schneller, würde ich aber auch nicht benutzen. LiPo Storage könnt ihr noch gebrauchen, wenn ihr eure LiPos länger lagert. Da gehen aber die Meinungen ganz ehrlich auseinander. Manche sagen, nach spätestens 2 Tagen sollte man die auf die Lagerspannung machen. Andere machen es nie. Also wenn ich jetzt in Urlaub gehen würde und mal 2 Wochen weg bin, dann würde ich die vielleicht auf Ladespannung machen. Ich lasse meine LiPos eigentlich vollgeladen da liegen. So ein Akku ist für mich einfach ein Verbrauchsmaterial und wenn der halt nach 100 Lagezyklen dann hin ist, dann kaufe ich mir halt einen neuen. Manche treiben da aber einen riesen Aufwand, das muss jeder selber wissen. Aber man kann es auf die Lagerspannung runterladen. Discharge, man kann den Akku also auch entladen, allerdings mit maximal 10 Watt. Das dauert dann schon eine ganze Weile, bis ihr den wirklich leer geladen habt und ihr müsst natürlich auch die Spannung überwachen. Balancer, das ist eigentlich das, was er braucht. Enter. Dann könnt ihr jetzt hier den Strom einstellen und da die Spannung. Also ich gehe jetzt mal auf 1,5 Ampere, wieder Enter und sage, okay, ich habe ein 4S, 5S, 6S, 2S, nee, ich habe ein 3S. So, und jetzt müsste ich meinen Akku anklemmen. Da hatte ich im Forum auch schon Fragen, weil manche Leute lesen Bedienungsanleitungen noch weniger als ich. Also ihr braucht den Balancer-Anschluss, der kommt da vorne rein. Könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ihr werdet es mir glauben. Und ihr braucht den passenden, das passende Ladekabel. Plus und Minus. Das werdet ihr mir jetzt schon glauben, dass das da vorne drin steckt. Und jetzt müsst ihr beide Anschlüsse an den Akku machen. Also als erstes machen wir den XT60. Also die Reihenfolge ist egal. Und dann diesen Balancer-Anschluss.
Der passt auch nur eins rein. Der hat auch vorne so Nasen, da seht ihr das. Den könnt ihr also nicht falsch rum anstecken. Und so muss das Ding also verkabelt sein, damit ihr balanciert laden könnt. Und dann drücken wir mal auf Enter. Dann checkt er die Batterie und nochmal Enter, dann fängt er an zu laden. Da wird jetzt nicht viel passieren, weil ihr seht 12,52, der ist also quasi voll. So, und wenn er jetzt eine Zeit lang geladen hat, dann hört er, das sind diese zwei kleinen Lüfter, die dann angehen. Das ist relativ laut und ich habe meinen Lader hier neben dem Schreibtisch stehen, also das hat mich an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen genervt. Hier könnt ihr jetzt noch verschiedene Informationen abrufen. Das sind die einzelnen Zellen, die sind jetzt alle schon relativ voll. Bei 99%. Wenn er hier auf Enter drückt, kommt er noch mal in ein anderes Menü. Da seht ihr, wie viel Ampere er gerade reinlädt, welche Spannung er hat, wie lange das jetzt schon lädt und wie viel Milliampere-Stunden er reingeladen hat. Da könnt ihr euch also so durchklickern. Irgendwann pfeift er dann, macht er. Und dann ist er voll. So lange will ich euch jetzt hier nicht festhalten. Generell zum Laden noch mal ein kleiner Einwand. Ich lade also immer in so Lipo-Taschen. Die waren hier bei den Akkus dabei. Bekannt sind diese hier, diese Lipo-Saves. Ich stecke also beim Laden die Akkus da immer rein und das Ganze steht bei mir, ich kriege es jetzt schwierig ins Bild, ich versuche es mal, auf so einer Fliese. Weil ich habe hier so einen alten Holzboden und der brennt natürlich gut. Deswegen steht das Ganze auf so einer Fliese, die Akkus in dem Lipo-Pack. Und dann kann eigentlich nicht wirklich viel passieren. Ich denke mal, mehr kann man zu dem Gerät eigentlich nicht sagen. Man kann natürlich jetzt hier noch einen zweiten Akku dran machen. Man kann natürlich auch eine andere Spannung und Strom, also man kann ein 3S und ein 4S parallel laden. Das war eigentlich auch einer der Gründe, warum ich mir dieses Gerät gekauft habe, weil immer nur einen Akku laden, es dauert einfach ziemlich lange. Ich habe zwei so kleine, dann habe ich noch zwei große. Und wenn ich vom Fliegen komme, dann habe ich vier leere Akkus. Und dann stecke ich mir lieber zwei dran und lade immer beide Typen parallel. Das mit der Einstellerei geht locker von der Hand, wenn er es ein paar Mal gemacht hat. Das ist also nicht wirklich schwierig. Haben sie gut gemacht. Das Einzige, was hier ein bisschen stört, ihr hört es, das Ding brummt halt einfach schon wie Sau, wie man hier im Süden sagt. Ja, dann muss man es halt ein bisschen wegstellen oder einfach mit dem Gebrumme leben. Ich denke mal, das war's an der Stelle. Jetzt schalte ich euch wieder in die Großansicht und da machen wir noch so einen kleinen Abriss über das Gerät und ein kleines Fazit. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt kommen wir kurz zum Fazit. Warum habe ich das Gerät gekauft? Am Anfang war ich, so wie viele, mit diesem IMAX B6 unterwegs, weil ich wollte einfach nicht so viel Geld ausgeben. Problem bei diesem IMAX B6 ist, dass es wahrscheinlich dreimal so viel Klone wie Originale gibt. Und da so ein Lipo jetzt nicht unbedingt so das unkritischste Gerät ist, war mir Sicherheit wichtiger als Preis. Dieses IMAX kriegt ihr in China für 19 Euro. Wenn ihr Glück habt, habt ihr einen Klon, der in Ordnung ist. Wenn ihr Pech habt, habt ihr ein schludrig zusammengelötetes Teil, wo euch schnell kaputt geht oder wo irgendwas in den Lipo reinlädt, was es nicht unbedingt soll. Da muss ich sagen, war ich wirklich Schisshas und habe gesagt, okay, dann gebe ich lieber ein bisschen mehr auf und kaufe mir ein Gerät, wo es nicht so viel Klone gibt. Bis jetzt habe ich von dem Gerät in den üblichen Shops bei den Chinesenfreunden noch kein Gerät gefunden. Das Ding wird also in Deutschland und Österreich verkauft. Kostet so circa 80 Euro. Wenn ihr Glück habt, kriegt das für 80. Wenn er jetzt diesen B6-Lader nimmt, mal zwei, weil es kann ja zwei Geräte laden, dann seid ihr dann auch schon bei 40 Euro. Wenn ihr das Original kauft, seid ihr bei 100 Euro. Also preislich passt das schon. Kurz nochmal abgerissen, Vor- und Nachteile. Ganz klar für mich, ich kann es daheim benutzen an der Steckdose. Ich kann es aber auch an der Autobatterie laden. Ich kann zwei Akkus laden. Das Gerät ist mechanisch und elektrisch ordentlich verarbeitet. Die Ströme und Spannungen, die rauskommen, sind ordentlich. Da gibt es wenig dran zu meckern. Das Ding hat alle Schutzschaltungen, die man so kennt und braucht. Es ist ein ordentliches Ladegerät für einen ordentlichen Preis. Ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, ein bisschen mehr auszugeben, einfach auch aus diesem Sicherheitsbedürfnis. Zum Thema Lipos und Sicherheit mache ich auch nochmal ein Video. Das linke ich euch da oben mal irgendwo hin. Das mache ich jetzt gleich im Anschluss, wo ich nochmal ein bisschen so die Daten von dem Lipo erkläre und ein bisschen was man so an Sicherheit beachten sollte.
Kommen wir zu den Nachteilen von dem Gerät. Für mich ganz klarer Nachteil, diese zwei nervigen Lüfter, die brummen halt einfach vor sich hin. Und was mich wirklich nervt, ist, dass das Gerät keinen An- und Ausschalter hat. Also diese 1 Euro für so einen Ein- und Ausschalter, man muss immer hinten das Kabel abstecken. Wenn man es jetzt irgendwo auf dem Boden liegen hat, hat man immer dieses lose Kabel da rumliegen. Also so ein kleiner Schalter hätte ich mir noch gewünscht. Sonst muss ich sagen, ist es ein ordentliches Gerät. Bis jetzt sehr, sehr zuverlässig. Ich hatte nie Probleme damit. Die Bedienung ist für mich auch als Einsteiger in der Thematik, da lernt man relativ schnell, wie es funktioniert. Ihr habt es gesehen in meinem Video. Man kann natürlich da noch in die Tiefe der Menüs absteigen, wenn man Interesse hat. Aber ich denke, eigentlich braucht man nicht alle Funktionen, die das Gerät hat. Rundrum muss ich sagen, kann ich das Gerät empfehlen. Wie gesagt, so ab 80 Euro ist es zu haben in deutschen Jobs. Wenn ihr Glück habt, kriegt das auch mal für 75. Regulär liegt es, glaube ich, irgendwo bei 100 Euro, aber da muss man einfach ein bisschen gucken und dann zuschlagen, wenn es preislich passt. Von mir kriegt das Gerät ganz klar den Daumen hoch und in diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer und sage ciao, euer Kersten.